So, Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2. Vorab, heute wird noch ein Video erscheinen, und zwar das vom neuen Add-on Hohenkirch. Wann dieses Add-on erscheinen wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall im Laufe des Tages. Ja, wir fahren jetzt einfach nochmal schön auf Gräfert mit dem gemoddeten Solaris Urbino 12. Das Ganze in einer AVG-Variante, also Alheimer Verkehrsgesellschaft. Ja, der Wagen 3513, den ich sehr oft eigentlich sehr gerne fahre, weil es eigentlich ein echt cooles Fahrzeug ist im Spiel mit neuen Sounds. Ja, ist auf jeden Fall eine feine Sache. Das Ganze ist natürlich von Metropole Ruhr. Ja, so, jetzt müssen wir mal schauen, weil wir wollen die 60 fahren. Und zwar, das müsste der, ja, dann ist das nämlich hier Stadtrand, Linie 60. Das ist einmal so ein, wie soll ich das sagen, Rundkurs, Rundlinie, keine Ahnung. Das Ganze beginnt von Dreherweg. Ach Quatsch, einmal zurück, Umlauf ändern. 06. Gabe Nummer 1. Fahrt in 31 Minuten nach Werther Straße, wie das heißt. Genau. So, mal Fahrerkarte drin hier, das können wir auch alles machen. Auf jeden Fall eine feine Sache. Wie man sehen, geht die Linie erstmal ganz schön kurz. Wir fahren einmal hin und einmal zurück. Das ist halt, wie gesagt, der Sinn dahinter, dass es halt eine Rundlinie ist. 15:57 geht es los. Das Ganze stellen wir mal ein. Machen wir 15:57 draus. Und schon sollte die Fahrt eigentlich losgehen, genau. Gang rein machen. Genau. So. Hier links würde es jetzt auf die Autobahn gehen, wo wir nach Kaltenfeld fahren könnten, theoretisch. Nächste Haltestelle, Kolonnenstraße. Nächste Haltestelle, Ritterpfad. Ja, sonst, was gibt's zu erzählen? Eigentlich immer nicht viel. Sagt Karte Gräfert, die kennen wir ja aus dem letzten Video, was wir gemacht haben. Ja, leider zu gestern diesen Halberstadt-Video. Ich weiß jetzt nicht, warum das am Ende da so geruckelt hat. Ich kann es mir echt nicht erklären. Ob das Zufall war, ich weiß es nicht. Ja.
Nächste Haltestelle, Werst S-Bahnhof. So, da sind wir auch schon gleich da. Wie gesagt, das Ganze wechselt immer hin und her. Da müsst ihr auch drauf achten. Wenn ihr dann wechselt, müsstet ihr den Umlauf ändern. Sonst habt ihr nicht die richtigen Pfeile und der Fahrplan passt dann halt nicht mal überein. Ja. Genau. So. Hier steht's auch. Linie 60, keine Pause. Zielwechsel und weiterfahren. Da wir jetzt aber passenderweise den Hochbahndrucker drin haben als in Almex, macht er das Ganze natürlich automatisch. Das ist halt ganz cool. Ansonsten müsst ihr halt immer mal gucken, von Kurs 01 auf Kurs 02 wechseln oder irgendwie sowas. Weil sonst, wie gesagt, passt das halt alles nicht mehr, ne? Nächste Haltestelle, Tristenweg. Ja, wie gesagt, falls Anfragen kommen, falls Anfragen hier zu diesem Fahrzeug kommen sollten, ich werde da, also einen Link haben wir theoretisch gesehen, dann könnt ihr ja gerne auf unseren Discord-Server kommen. Ich verlinke das Ganze mal in der Videobeschreibung, da könnt ihr ja gerne beitreten, wenn ihr wollt, und da haben wir den Bus auch als Donut da und noch viele weitere Fahrzeuge, die man so eigentlich nicht bekommt, sage ich jetzt mal. Genau. Moin. Wie wir sehen, die Rücktour ist ein bisschen länger. Aber auch alles im Rahmen. Ist halt, wie gesagt, eine relativ kurze Linie. Ich würde kurz mal einen Thumbnail machen hier. Das sieht doch gut aus. Genau. Nächste Haltestelle, Kaiser Friedrich Ring. Also jetzt, wie gesagt, muss man auch mal ein bisschen gucken auf Krefeld wegen dem Pfeil, weil manchmal ist das irgendwie echt blöd gemacht hier. Manchmal passen hier halt nicht. In der Regel ist es so, wenn kein Pfeil ist, geradeaus weiterfahren. Genau. Nächste Haltestelle, Krummenweg. Genau, jetzt passt es. Fällt gerade was ein. Eine Fahrkarteanmeldung noch. Nächste Haltestelle, Rinnsalzweg.
Oh, so ein bisschen anhalten hier. Ja, also das ist das Fahrzeug echt schick gemacht, wie gesagt. Nur so also schöne scharfe Texturen. Kann man nicht meckern, auch hier so mit diesen Holzbodenoptik, sage ich mal, sieht auch echt top aus. Auch hier diese Texturen, dass alles so ein bisschen abgenutzt ist. Schaut doch echt super aus, muss man mal sagen. Großes Lob an den Modder. Nächste Haltestelle an der Durcht. Aber jetzt fahren wir nämlich geradeaus weiter. Genau. Und dann da hinten rechts. Das passt. Ja, Fahrplan gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der ist nicht zu, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Der ist nicht zu straff, aber auch nicht zu langweilig, sage ich mal, dass man dauernd zu früh ist. Ist schon echt cool. Ja. Nächste Haltestelle, Mercatorstraße. Ja, zur nächsten Halberstadt-Folge könnt ihr euch auf Mittwoch oder Donnerstag einigen, sage ich mal. Ich gehe davon aus, dass Donnerstag erst wieder ein Let's Play davon kommen wird. Wie gesagt, naja, den Lauf des Tages kommt, wie gesagt, von Hohenkirchen Let's Play. Da schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Wochenende streamen wir, und zwar Freitag oder Samstag, eins von beiden. Das ist spontan. Ja, genau. Moin. Nächste Haltestelle, Lohbaumsweg. Ah, wird's ein bisschen enger als hier mit Gegenverkehr. Aber auch das kriegen wir hin. Manchmal dieser Gang hängen bleibt, ist halt ein bisschen blöd, aber naja. Berkenweg. Egal. Nächste Haltestelle, Kolumbiaweg.
Ja, es gibt halt noch nichts Neues, ne. Das letzte Add-on, was kam, war Agora Busfamilie Stadtbus Volume 1. Ja, das ist eigentlich auch total blöd, dass sie da ein Add-on rausbringen, obwohl es diese Fahrzeuge schon Freeware in der OmniWeb-Disk gibt. Das ist auch nicht schlecht. Ah, naja, werden sich ja wohl was dabei denken, ne? Aber ich bin auch mal gespannt, was in der Zukunft von der C2 Stadtbusfamilie kommt, weil da steht ja auch Volume 1. Mal gucken, was da in Zukunft kommen wird. Ja. Nächste Haltestelle, Kolonnenstraße. Schaffen wir noch. So, das kennen wir jetzt gerade, hier waren wir eben schon mal gewesen. Dreherweg, genau, ist unser letzter Halt, wo wir nämlich losgefahren sind. Und dann geht's halt im Prinzip wieder von vorne los. Ja, sie hat ganz coole Sache. Macht doch Spaß eigentlich. Ja. Nächste Haltestelle, Knisterstraße. So. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ja gerne wie immer gerne ein Abo da und einen Daumen hoch, Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.